Liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie bitten, in den Plenarsaal zu kommen und Platz zu nehmen. Ich habe Ihnen drei traurige Mitteilungen vor Eintritt in die Tagesordnung zu machen, denn seit unserer letzten Landtagssitzung im zurückliegenden Jahr sind zwei ehemalige Kollegen und ein Mitarbeiter der Kanzlei verstorben. Am 14. Januar 2021 ist der frühere Abgeordnete Dr. Ich würde sagen, wir stehen auf am Ende zum Gedenken. Das dauert jetzt, aber bitte, Sie können auch aufstehen. Bitte schön. Ja. Bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Am 14. Januar ist der frühere Abgeordnete Dr. Norbert Herr uns allen noch in guter Erinnerung im Alter von nur 76 Jahren verstorben. Er wurde am 28. Mai 1944 in Fulda geboren. Nach seinem Studium der Geschichte, der Politik und der Geographie in Frankfurt hat er das Studium 1969 mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen, 1974 mit dem zweiten Staatsexamen. Von 1973 bis 1974 folgte er das Referendariat und 1975 schloss sich die Promotion zum Dr. Phil an. Seit dem Jahr 1977 war Dr. Norbert Herr als Studienrat, später als Oberstudienrat tätig und in den Jahren 1993 und 1994 war Norbert Herr Mitglied des Deutschen Bundestages und dem Hessischen Landtag, gehörte er vom 5. April 1995 bis zum 17. Januar 2014 an. Er war vom 5. April 1999 bis zum 4. April 2008 stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion hier im Hessischen Landtag, gehörte in seiner Zeit als Abgeordneter zahlreichen Ausschüssen an, unter anderem dem Hauptausschuss, unter anderem dem Unterausschuss für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung, dessen Vorsitzender er von 2012 bis 2014 war, und dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst und natürlich dem Kulturpolitischen Ausschuss, deren stellvertretender Vorsitzender er mit großem Engagement gewesen ist. Norbert Herr war auch Mitglied im Kuratorium der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und im Kuratorium Stiftung Podium junger Musiker. Norbert Herr war Mitglied der Bundesversammlung, zwar im Jahre 1994 und im Jahre 2010. Und am 1. Juni 2005 wurde ihm das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Norbert Herr, und wir erinnern uns gut daran, war ein engagierter Bildungspolitiker mit sehr viel Herz, mit sehr viel Kompetenz. Und ihm war die kulturelle Bildung ein ganz besonderes Herzensanliegen. Jeder weiß, dass Jeki eines seiner ganz besonderen Kinder war, jedem Kind ein Instrument. Norbert Herr war verheiratet und hat vier Kinder. Im Alter von 86 Jahren ist am 13. Dezember 2020 der ehemalige Abgeordnete Karl Schneider verstorben. Karl Schneider wurde am 21. Mai 1934 in Mainflingen geboren und absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt und an der Philipps-Universität in Marburg, war nach dem zweiten Staatsexamen unter anderem als Kommunalbeamter tätig. Mitglied des Landtages war er vom 8. Mai 1973 bis zum 4. April 1991. Und während seiner Zeit als Abgeordneter gehörte Karl Schneider zahlreichen Ausschüssen an, Hauptausschuss, Haushaltsausschuss und auch dem Innenausschuss. Er war vom 18. Oktober 1976 bis zum 26. März 1980 Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Hessischen Landtag. Vom 13. Mai 1980 bis zum 4. Juli 1984 war Karl Schneider hessischer Minister für Landesentwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten und vom 4. Juli 1980 bis zum 24. April 1987 war hessischer Kultusminister. Karl Schneider wechselte dann, nachdem er nicht mehr hier für den Hessischen Landtag kandidierte, im Jahr 1991 in die Landespolitik in Rheinland-Pfalz und übernahm dort vom 21. Mai 1991 bis zum 26.10.1994 das Amt des Ministers für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten im Kabinett von Rudolf Scharping. Karl Schneider war verheiratet und hat ein Kind. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, zwischen den Jahren hat uns eine weitere sehr schmerzliche Nachricht, eine plötzliche und auch sehr unerwartete Nachricht erreicht. Am 25. Dezember, einen Tag nachdem er Heiligabend mit seiner Familie begangen hat, starb im Alter von nur 64 Jahren der Leiter des Bereiches IT-Management hier im Hessischen Landtag, Dr. Bruno Mattes.
Dr. Bruno Mattes wurde am 6. Dezember 1956 in Radolfzell geboren und wir haben ihn alle sehr geschätzt. Es gibt niemanden der Abgeordneten, der ihn nicht kennt, denn er war 27 Jahre lang tätig für den Hessischen Landtag und ich glaube, das kann man sagen, er war ein geschätzter Kollege bei den Kolleginnen in der Kanzlei, aber auch ein sehr geschätzter Mitarbeiter bei den Abgeordneten, der glänzte durch eine enorme Sachkompetenz und insbesondere auch durch menschliche Wärme, aber auch durch eine große Einsatzbereitschaft in der nicht immer einfachen Arbeit der IT. Seine Fröhlichkeit, seine Kollegialität und auch seine unbedingte Zuverlässigkeit haben ihn ausgezeichnet, ebenso wie die Fähigkeit, fokussiert zu arbeiten. Und das haben wir gerade in den jüngst zurückliegenden Monaten, in dem die IT besonders gefordert war durch die Corona-Pandemie, besonders zu schätzen gelernt. Und man muss sagen, er war wirklich rund um die Uhr im Einsatz und er ist einer der Lehrer gewesen, die für jedes Problem eine Lösung gefunden haben und stand Abgeordnetenmitarbeitern jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wir konnten uns immer auf ihn verlassen und wir werden ihn sehr vermissen. Dr. Bruno Mattes war verheiratet und hat 2 Kinder. Ihnen gelten in diesen schweren Tagen unser Mitgefühl und unsere tief empfundene Annahme. Unser Mitgefühl gilt den Familien der 3 und den Angehörigen der 3, die ich eben genannt habe. Ich darf Sie um ein Schweigen, um eine kurze Schweigeminute zu Ehren der Verstorbenen bitten. Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen von ihren Plätzen erhoben. Vielen Dank. Ich eröffne die 65. Plenarsitzung des Hessischen Landtages, stelle die Beschlussfähigkeit fest. Zur Tagesordnung darf ich Ihnen mitteilen, dass eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion von CDU, der Fraktionen von CDU und von Bündnis 90 Die Grünen, Investitionen in bezahlbaren Wohnraum sichern, bezahlbare Bestandsmieten sicherstellen und Wohnungssuchenden Optionen öffnen, Drucksache 20/4986. Da fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Niemand widerspricht, dann ist das der Fall. Dann wird das Top 98 und kann, wenn Sie zustimmen, mit Top 58 aufgerufen werden. Keiner widerspricht, dann machen wir das so. Interfraktionell gibt es eine Verständigung, dass wir Top 5, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Freien Demokraten, Gesetz über pandemiebedingte Schutzmaßnahmen für das Schulwesen, 20/4898 zusammen mit Top 88 aufrufen. Das ist der dringliche Antrag der Fraktion der AfD betreffend schulzentrierte Beschulungsformen für Hessen im Pandemiezustand, 20/4960. Der Innenausschuss hat in der Sitzung gestern Abend eine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung, hier geht es um den Glücksspielstaatsvertrag, den wir gestern diskutiert haben, abgegeben. Die Beschlussempfehlung wurde gestern Abend versandt und die dritte Lesung erfolgt morgen Abend. Der Gesetzentwurf wird dann am Ende der Plenarsitzung in der Fassung der Beschlussempfehlung abgestimmt werden. Das ist dann Top 97. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis 19.15 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 58. Das ist der Setzpunkt der Fraktion der Sozialdemokraten. Keine Mieterhöhung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Das rufen wir auf, wie eben beschlossen, mit dem dringlichen Antrag der Fraktion Die Linke. Und wie, das ist jetzt erst richtig, Top 98, das haben wir eben beschlossen, dem dringlichen Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Mittagspause haben wir heute nicht vorgesehen. Dafür werden wir in die dritte Lesung des Haushaltes eintreten und im Anschluss an die heutige Plenarsitzung tagen am Abend der Untersuchungsausschuss 20/1 im Raum 501a und 30 Minuten nach Ende der Plenarsitzung der Kulturpolitische Ausschuss im Plenarsaal. Außerdem kommt im Anschluss an die Plenarsitzung die Enquetekommission Mobilität der Zukunft in Hessen 2030 zu ihrer konstituierenden Sitzung im Raum 510w zusammen und wir werden wie besprochen, alle zur Abstimmung stehenden Initiativen dann heute Abend gebündelt abstimmen. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen,
dass die Corona-Schnelltestung, die heute Abend ab 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr oder dass die Corona-Schnelltestungen heute Abend 17.30 bis 20.30 Uhr im Foyer vor dem Medienraum stattfinden. Entschuldigungen haben wir auch. Heute fehlt die Kollegin Kaya Kinkel, Kollegin Karin Hartmann, der Kollege Dirk Gaw und Dr. Dr. Rainer Rahn. Ich darf fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und ich möchte noch eines nachholen. Lieber Herr Schalauske, auch Sie haben einen runden Geburtstag gehabt, und zwar an einem ganz besonderen Tag, nämlich am 31.12.2020, am letzten Tag des Jahres 2020. Und Sie sind 40 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie eigentlich schon Wein erhalten? Den haben Sie schon erhalten. Normalerweise würden Sie schon noch einen bekommen, aber also hier liegt keiner. Das holen wir noch nach, Herr Schalauske. Das kriegen wir hin. Also das ist das Mindeste, was wir hinbekommen. Und wir können gratulieren. Das ist ja auch schon fast eine Plenartradition, muss man sagen, dem Kollegen Daniel May zur Geburt seiner zweiten Tochter Malka Deborah. Das ist ja unfassbar. An einem auch ganz besonderen Tag, den ich besonders schätze, ist der 2. Januar. Das ist nämlich unser gemeinsamer Geburtstag von Malka Deborah und von mir, aber sie halt ein bisschen jünger als ich, nämlich am 2. Januar 2021. Wir wünschen Malka Deborah, der Mutter und natürlich auch dem Vater alles Gute, herzlichen Glückwunsch, ja, und viel Gesundheit vor allem in diesen schwierigen Zeiten. Und ich habe noch eine freudige Mitteilung. Wir können noch einem Kollegen gratulieren, nämlich dem Kollegen Gagel. Der Kollege Gagel ist in den Stand der Ehe eingetreten. Auch dafür oder dazu gratulieren wir sehr herzlich. Also zum Ende der amtlichen Mitteilung noch ein paar nette Mitteilungen. Ich trete dann ein, alles erregend, aber wir müssen doch weitermachen hier. Es hilft alles nichts und schauen, dass wir die Erregung mindest oder auf ein Mindestmaß beschränken, denn wir treten jetzt ein in die Tagesordnung.